Die ersten Schneeflocken sind in früheren Jahren auch schon mal Ende November gesichtet worden. Die derzeitige Winterperiode lässt hingegen schon lange auf sich warten. Nichts war's mit weißer Weihnacht. Die Großwetterlage prophezeit in nächster Zeit auch keine übermäßig weiße Pracht. Blitzeis und gelegentliches Scheibenfreikratzen in den Morgenstunden werden die einzigen Grüße des Winters bleiben. Den einen freut's, den Wintersportler ärgert's. Doch was macht der Winterdienst, wenn draußen kein Winter ist? Wenn sich die weiße Pracht niederlegt, sind die Zuständigkeitsbereiche für das Beräumen klar geregelt. Die Straßenmeisterei Werdau zum Beispiel beräumt dann auch Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Das geschieht ohne feste Reihenfolge, sondern nach zu erwartendem Verkehrsaufkommen. Insgesamt betrifft das rund 210 Kilometer, eingeschlossen die Autobahnzubringer zur A4 und A72, Verkehrswege bis an die Stadtgrenzen von Zwickau und Crimmitschau. Dort sind die 5 eigenen Fahrzeuge, je 2 LKWs und Unimogs und ein Multicar, sowie 4 Fremdunternehmen jeweils von 3 bis 12 und 13 bis 22 Uhr im Dauereinsatz, fahren ihre Schleifen. Derzeit lässt der Winter seit gut 6 Wochen auf sich warten. Und trotzdem hat der Winterdienst keine Pause, liegt genügend Arbeit an. Der Winterdienst macht jetzt den größten Teil der Grünpflege, das heißt Fällungen, Totholzbeseitigung, Kronenschnitt und Herstellen von Lichtraumprofil. Und die anderen Aufgaben, zum Beispiel Müllsammeln im Kreisgebiet, sieht man ja an den ganzen Bankettbereichen, Beispiel West- und Mitteltrasse, wo extreme Ablagerungen sind, beziehungsweise auch das Wiederherstellen im Bankettbereich an den einzelnen Straßen im Kreisgebiet. Zum Beispiel, was auch noch mit ist, sind die Wintervorbereitungen, die einteils abgeschlossen sind, das heißt Aufstellen von Schneezeichen, beziehungsweise auch den Aufstellungen von Schneezaunen in den prekären Bereichen. Falls es ernst wird, ist die Straßenmeisterei selbstverständlich für den Winter gerüstet. Genügend Salz und Lauge eingelagert. Vorrätig ist in der Meisterei Werdau 350 Tonnen Salz und ca. 40.000 Liter Lauge. Die reichen im Normalfall für einen Winter? Nee, die reichen nicht für einen Winter. Es kommt drauf an. Wir haben ja da Ausschreibungen, die da laufen für die Lieferanten von Lauge und Streusalz, wo wir dann zu jeder Zeit anrufen können, über Faxbestellungen, dann bestellen von Salz und Lauge, die ordentlich in der Lieferung klappt. In 2 Tagen Höchstfall ist alles wieder voll. Und denken wir mal an einen richtigen Winter zurück. Wie viel Streusalz und wie viel Lauge werden da im Durchschnitt benötigt? Also sag mir mal, im Großen und Ganzen, wenn dann so als Meisterei so 1000 Tonnen sind da schon drin. Der Einsatz von Salz und Lauge geht auch an den Fahrzeugen nicht spurlos vorüber. Seit eh und je schmückt ein weißer Rundumstreifen alle PKWs im unteren Bereich, der schädlicher ist als früher. Ich sag mal so, dass sie in gewissem Grad der Schädlichkeit besteht. Aber deswegen muss ich sagen, an den Alter meiner Fahrzeuge, die wir hier auf dem Hof haben, ist es genau nicht anders wie jeder andere Wettereinfluss, der hier herrscht. Winter, darüber sollten sich alle einig sein, bedeutet keine schwarzen Straßen. Er erfordert, den Paragraphen 1 der StVO mit besonderer Aufmerksamkeit umzusetzen und den Mitarbeitern der Straßenmeisterei, aber eigentlich sich selbst, eine Bitte zu erfüllen. Ja, viel kommen ja meine Leute zu mir und sagen, dass sie sich gerne mal wünschen würden, dass auch wieder mal die Kraftfahrer auch wieder mal an der Vernunft appelliert wird, dass sie den Streufahrzeugen hinterherfahren und nicht noch irgendwie versuchen, an denen vorbeizufahren. Sagen wir, wir kämpfen auch an vorderster Front und wollen auch sehen, dass wir den Fahrzeugführern eine ordentliche Straße bieten können, den Verhältnissen gesetzt ist. Und da sage ich, wenn ein gegenseitiges, ordentliches Arbeiten ist, dann denke ich, sind wir beide auf einem guten Weg. Ein gutes Schlusswort des seit 40 Jahren im Dienst Befindlichen.